Hallo, ich möchte euch zeigen, wie man am besten ein Backofenrost, ein ja, Gitterbackofenrost, ja, reinigt. Meins ist jetzt sehr versifft, sage ich jetzt mal, sehr dreckig. Und meins hat es sehr, sehr nötig. Alles, was ihr dazu benötigt, ist einmal etwas Priel, ein sauberes, trockenes Geschirrhandtuch, ein ja, leicht angefeuchteten Spüllappen, am besten mit warmem Wasser. Und ein Stahlschwamm. Man kann es auch mit einem Topfschwamm machen, aber mit einem Stahlschwamm muss man nicht allzu viel schrubben. Als erstes gebe ich ein bis zwei Tropfen Spülmittel auf diesen Stahlschwamm und dann werde ich ganz sorgfältig auf dem Rost gründlich schrubben, auf gut Deutsch gesagt. Wenn der Lappen etwas zu trocken ist, einfach ein, zwei Tropfen Wasser drauf geben, dann lässt sich das Priel etwas besser verteilen. Nachdem ich die eine Seite jetzt gut abgeschrubbt habe, ist es wichtig, dass wir das Gitter, den Rost, einmal umdrehen und von der unteren Seite ebenso abschrubben. Als nächstes greifen wir zu dem leicht angefeuchteten Spüllappen und werden das Priel vom Rost runterwischen, damit es halt gleich auch hygienefrei ist, dass man davon essen kann. Hier auch ganz wichtig, beide Seiten. Je älter der Rost ist, desto ja, weniger bekommt man den natürlich noch richtig sauber. Mein Rost hat jetzt ein paar Jahre auf dem Puckel. Daher bekomme ich den nicht mehr ganz glanzvoll sauber. So, als nächstes, wo ich jetzt beide Seiten gründlich abgewischt habe, greife ich dann zum Geschirrtuch und wische das Ganze dann etwas trocken. Damit kommen dann die letzten Spülmittelreste nochmal runter, sodass man danach getrost davon essen kann. So, fertig ist mein Rost und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen.